ich finde es sehr schön, dass diese Konferenz stattfindet. Ich durfte sie auch verfolgen auf dem Bildschirm von zu Hause. Und ich durfte sie nicht nur verfolgen, sondern ich durfte gleichzeitig einen Text darüber schreiben. Das mache ich immer sehr gerne, weil das immer sehr spannend ist. Ich weiß ja auch nie, was da passiert. Und es fiel immer so ein Begriff, an dem habe ich mich mal ein bisschen aufgehangen. Und es hat was hiermit zu tun, mit diesem Ding hier. Eigentlich darf man beim Poetry Slam keine Requisiten dabei haben. Aber ich mache das jetzt einfach trotzdem. Der Text heißt, wenn die Schere auseinanderklafft. Es heißt, die soziale Schere klafft immer weiter auseinander. Und das Wörterbuch sagt, das Klaffen bedeutet, es gibt einen auffallend großen Zwischenraum in einer üblicherweise geschlossenen Decke. Aber eine Schere ist keine Decke. Eine Schere ist ein Werkzeug, wie die Gesellschaft ein Werkzeug ist, das dem Menschen Sicherheit bietet. Und auch sicher ist eine Schere nicht, denn Scheren sind scharf, vor allem wenn sie nicht geschlossen sind, vor allem wenn die Klingen abdriften. Es gibt einen auffallend großen Unterschied, einen auffallend großen Zwischenraum zwischen den Scherenblättern. Das eine ist gemütlich und das andere nicht. Auf beiden Seiten stehen immer die gleichen. Getrennt nach Hautfarben, Namen, Geschlechtsidentitäten, ihrem Glauben und ihren Familiengeschichten. Getrennt nach Eigenschaften, die sie sich nicht ausgesucht haben. Und immer nur die eine Seite muss versuchen, nicht über die Klippe zu springen, sondern über den Zwischenraum hinweg. Was geschieht, wenn die Schere auseinandergeht, aber nicht mehr zusammen? Was geschieht, wenn sich Fallstricke spannen zwischen den Schneiden, die die Menschen voneinander trennen und von ihren Möglichkeiten? Was geschieht, wenn sich die Stricke zu Drähten verhärten und sich die vielen Drähte, die Namen tragen wie Bildungsunterschiede, Einkommensdisparität und fehlende Teilhabemöglichkeiten, wenn sich diese Drähte zu Stahlseilen vereinen, an denen sich langsam die Schneiden stumpf reiben? Was entgeht der Gesellschaft an Talent und Leben, wenn es zwei Seiten gibt, die sich nicht mehr begegnen? Wohin geht eine Gesellschaft, deren Mitglieder so weit voneinander wegstehen, dass sie sich nur noch hören können, wenn sie über den Abgrund drüber brüllen? Wie ist es, wenn du im Alltag ständig erlebst, dass es anderen alleine deshalb besser geht, weil sie wer anders sind? Und weil du bist, wer du bist, musst du immer lauter sein, weil man dich sonst schnell vergisst. Bertolt Brecht hat mal geschrieben, reicher Mann und armer Mann standen da und sahen sich an und der Arme sagte bleich, wär ich nicht arm, wärst du nicht reich. Mich würde interessieren, was der Reiche danach sagt und ob er versteht, dass auch ihn die Armut arm macht. Vielleicht nicht auf dem Konto, aber doch im Leben. Reichtum lässt sich nicht nur an Vermögen abzählen. Soziale Ungleichheit ist der Feind, auf beiden Scheren schneiden. Obwohl im ersten Step nur die einen drunter leiden. Doch eine Schere, die nicht schließt, rostet schneller, als man guckt. Und wenn man nicht gut aufpasst, ist sie irgendwann kaputt. Drum lasst uns eine Decke weben, auf der ein jeder sicher liegt und sie geschlossen halten, wenn der Wind darüber zieht. Für Gerechtigkeit und Würde, Potenzial und Harmonie, für uns, unsere Kinder und für die Demokratie. Vielen Dank.